Hallo, ich bin Dirk Verweyen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nachdem ich mich ja aus der Sommerpause zurückgemeldet habe mit einem kleinen Fotowalk und Fototalk mit Rico Best, schöne Grüße an der Stelle, geht es jetzt natürlich auch Schlag auf Schlag hier weiter auf meinem Kanal. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich auch einiges hier angesammelt an kleineren Nachrichten, die wir heute mal ein bisschen so aufwischen. Was hat sich hier auf meinem Kanal oder hier in meinem Studio getan? Ich werde euch einen kleinen Einblick geben. Hier hat sich einiges getan. Ich habe ein bisschen umgebaut, damit das mit dem Videoproduzieren etwas schöner und angenehmer für mich wird. Ich habe mir einen Neuzugang zugelegt, also eine Canon M50 Mark II. Warum und weshalb? Auch dazu wird es nachher mehr geben. Und es gibt ja ein Firmware-Update für die Canon EOS R5 und R6. Was es da für Neuerungen gibt und wie meine Einschätzungen dazu sind. Auch dazu werde ich meinen Senf euch gleich dalassen. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt dran. Nach dem kurzen Intro geht's los. Wollen wir beginnen, und zwar mit dem Canon EOS R6 Firmware-Update, das jetzt rausgekommen ist. Und da habe ich euch hier mal eben die Beschreibung aufgemacht, was denn da in dem Update der Canon EOS R6 drin ist. Und da ist gleich, da ist gleich der erste Knaller drin. Und zwar haben wir hier Canon Lock 3, wird bei den Canon Lock-Einstellungen hinzugefügt, die gleichzeitige Filmaufnahme auf Karte 1 und 2 wurde hinzugefügt. Das ist natürlich aufgrund Thema Kartenfehler und so relativ wichtig. Da habt ihr also gleich die Möglichkeit, ein Backup hinzuzufügen. Und dann gibt es hier einen verbesserten Betrieb des Bildstabilisators bei der Verwendung vom RF400 und RF600. Das ist ja immer wieder das Thema, dass da Sachen angepasst werden, wenn da neue Linsen kommen. Und da wird ein Problem behoben. Ein Zebra-Muster könnte am HDMI-Ausgang angezeigt werden bei ausgeschaltetem Kamerabildschirm. Und dann haben wir ja, da gab es ja das ein oder andere Thema, dass da der Stabi beim Einschalten der Kamera ein bisschen zu lange vibriert und dann zu unscharfen Bildern führen kann. Das scheint hier laut Firmware-Beschreibung auch jetzt behoben zu sein. Ich habe das hier auf meiner R6 auch schon aufgespielt. Ich zeige euch auch mal gleich, das dauert natürlich immer wieder relativ lang, wenn das eingespielt wird, bis da die ersten Sachen passieren. Ansonsten, man sieht hier nachher in den Menüs jetzt hier nicht wirklich viel. Wir haben die Aufnahme und Funktion Karten auswählen, haben wir natürlich jetzt geändert. Da können wir auch beim Video jetzt die Mehrfachaufzeichnung auswählen. Das ist natürlich sehr praktisch und das ist alles schön und gut. Und dann haben wir hier natürlich dann im Filmmodus, da sollten wir dann auch mal auf den Filmmodus stellen. So, haben wir hier natürlich dann auch die Möglichkeit, wo ist es jetzt? Die Log-Einstellungen entsprechend auszuwählen. C-Log und C-Log 3. Und ja, das ist natürlich schon für den einen oder anderen, der hat das sehnsüchtig erwartet, dass jetzt C-Log auch 3 dabei gekommen ist. Von daher, durchaus ein Gewinn und ein toller Mehrwert. Man sieht, die Kameras werden noch weiterentwickelt. Die sind scheinbar etwas unfertig auf den Markt gekommen. Das eine oder andere wird jetzt nachgereicht bzw. jetzt verbessert. Aber ist ja auch ganz nett, wenn da das ein oder andere Feature, und viele haben ja auch auf das duale Beschreiben beider Kartenslots mit Video, haben sehnsüchtig darauf gewartet. Das ist jetzt drin, mal sehen, was dann noch kommt. Wir sind bei 1.4, irgendwann wird es wahrscheinlich auch mal auf die 2 gehen und dann werden wahrscheinlich noch größere Änderungen da reinkommen. Wir lassen uns überraschen, auf jeden Fall geht es bei der R6 auch weiter. Ja, auch die Canon EOS R5 hat ein Firmware-Update bekommen, auch sehr praktisch. Und wir schauen uns natürlich da auch das Ganze mal an. Und zwar gehen da die Änderungen natürlich auch Richtung Video-Bearbeitung. Viele oder einige von euch haben vielleicht gehört, es gibt einen neuen Atomos Ninja V Plus oder 8 Plus oder so heißt das Ding, glaube ich. Und da kann der auch in 8K
Video aufnehmen von der R5. Dafür ist aber wichtig, dass ihr dieses Update einspielt. Die Version 1.4 fügt halt die Unterstützung für 8K 30p mit 10 Bit als ProRes RAW auf den Atomos Ninja 5 Plus Recorder per HDMI hinzu. Also auch ein ganz tolles neues Feature, wer dann unbedingt mit 8K filmen will. Der darf sich freuen und nachher extrem gut reinkroppen, wenn er dann halt das will oder halt auch in 8K seine Videos komplett produzieren. Bitte mal in die Kommentare, wer einen Rechner hat, der dann mit den 8K klarkommt und was das Ding dann gekostet hat. Hier in der Beschreibung steht hier aber noch drin, dass der Recorder möglicherweise heiß wird. Ja, ich denke mal, da wird Atomos wissen, was sie machen, und das Ding wird wahrscheinlich oder hoffentlich nicht heiß, zu heiß. Die Hitzeprobleme scheinbar jetzt ein bisschen verschoben von der Kamera in den Recorder. Aufnahmezeiten, alles, das wird sich zeigen. Aber mit einem externen Recorder hat man da, denke ich mal, dann weniger Probleme. Dann gibt es hier eine Unterstützung für einige Cinema-Linsen. Wer dann halt in dem Cinema-Bereich arbeitet, hat wahrscheinlich auch die ein oder andere Cinema-Linsen. Aber da gleich auch Einschränkungen, dass das Fotografieren nicht möglich ist, dass Filmaufnahmen zwar möglich sind im Hochformat, aber die Leistung nicht garantiert wird, was das dann auch immer bedeutet. Der Autofokusbetrieb wird während des Servo-Zoom-Betriebs nur mit einer externen Stromversorgung ermöglicht, wahrscheinlich, weil die Linsen so viel Power ziehen. Ich habe die Linsen nicht. Ich habe die Linsen halt nicht zur Verfügung, kann euch da leider dann auch nicht zu sagen. Aber das ist auch Spezialitäten, die wahrscheinlich von dem einen oder anderen, der damit arbeitet, dann auch nachvollzogen werden können. Mir fehlt da halt die Testmöglichkeit. Dann haben wir aber auch hier, genau wie bei der Canon EOS R6, das war gleichzeitig auf die Karte 1 und 2 schreiben können, außer bei RAW und RAW Lite. Ist tragisch, aber gut, da muss man halt sehen, wie man das löst, wenn man das haben will. Dann gibt es die Unterstützung für VPG 400. Das ist ein Standard, der halt von Speicherkartenherstellern oder insbesondere halt CF Express Kartenherstellern halt so festgeschrieben wird. Da kann man halt davon ausgehen, dass es halt zu keinen Einbrüchen bei der Karte kommt, weil Kamera und Karten halt das Profil entsprechend unterstützen. Dann haben wir auch hier wieder zwei neue Linsen, die von der Kamera verbessert wurden, beziehungsweise die Unterstützung des Bildstabilisators wird verbessert. Und dann auch wie bei der R5 das Problem beim HDMI-Ausgang mit dem Zebra-Muster, was jetzt behoben sein soll. Und auch, jetzt will meine Maus hier nicht rüber, und auch hier die Bildstabilisierungsprobleme, die ja des Öfteren mal diskutiert wurden, dass es, wenn man die Kamera einschaltet, da zu Problemen kommt, dass die ersten Bilder unscharf sein können, weil der Stabi sich da erst noch kalibriert oder was er dann auch immer gemacht hat. Auch ein interessantes Feature, gerade in Verbindung R5, R6, beide haben jetzt C-Log 3, also wer dann einen durchgängigen Workflow braucht, der kann jetzt mit beiden Kameras arbeiten, mit der R5 und R6. Man sieht, das Ganze geht weiter, wird fortentwickelt und ja, sieht aus, als wenn Canon da fleißig dran arbeitet, die Probleme zu beheben, beziehungsweise da auch breitere Unterstützung und weitere Features einzulassen. Wie gesagt, 8K über HDMI an einen externen Recorder ist schon aller Rede wert. Wie es dann noch weitergeht mit den Kameras, das wird sich dann noch zeigen, aber wir sind da mal guter Dinge, dass da das ein oder andere Feature vielleicht noch rauskommt oder zusätzlich kommt, obwohl da natürlich beide Kameras auch schon auf einem sehr hohen Niveau sind. Zu erwähnen ist die R5, da habe ich leider das Update noch nicht eingespielt, ist erst gestern gekommen, und da ich heute noch fotografieren gehen muss, wollte ich eher das Firmware-Update noch nicht einspielen. Da reicht es, wenn man dann Versuchskaninchen mit einer Kamera spielt. Von daher wird es da später auf meinem Kanal noch die ein oder andere Einschätzung zu geben. Aber da werdet ihr auf jeden Fall von mir hören. Von dem einen oder anderen YouTuber, der mit der R5 schon gefilmt hat, hört man, dass da das Hitzeproblem auch bei 4K
mit höheren Bildwiederholfrequenzen oder Frames per Second das Hitzeproblem deutlich geringer bis gar nicht auffallen soll. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden behalten, sobald ich da eigene Erfahrungen sammeln konnte. Kommen wir zu dem Thema Neuzugänge bei mir. Und einige wissen von euch, ich habe ja hier eigentlich mit der M50, relativ gerne fotografiert, wenn ich auf Sightseeing-Tour mit meiner Familie so bin. Und habe mir dann auch vor dem Urlaub, wie es sich so gehört, die gängigen Linsen halt zugelegt. Die 11-22, die Kit-Linse, die 15-45 hatte ich und die 55-200. Dann hat man alles abgedeckt. Und wer mich oder meinen Profilen folgt auf Instagram oder Flickr, der wird auch das ein oder andere Bild aus dieser Kamera gesehen haben. Und man sieht, man muss da nicht immer das größte Gewicht mitschleppen und kann da auch sehr schöne Bildergebnisse mit erzielen. Ja, und dann, es kommt, wie es kommen musste. Man hat sich gerade die neuen Linsen geholt, hat jetzt 3M-Linsen zur Verfügung und dann, ja, danke, Ken, habe ich hier auch berichtet in den sozialen Medien bei dem einen oder anderen, meine Kamera eventuell zu fest auf ein Stativ geschraubt oder auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe es wieder abgemacht und da blätterte mir der Kunststoff schon entgegen. Und ja, im harten Dauereinsatz, da lässt scheinbar auch dann die M50 die Gummierung zu wünschen übrig. Auch hier löst sich das schon ein bisschen ab. Ich glaube, das sieht man nicht so gut, aber das ist natürlich alles andere als schön. Und das kriegt man noch geklebt. Einige Leute aus dem Forum haben mir dann gesagt, das kann man noch kitten. Aber es ist halt, wie es ist manchmal. Dann habe ich mir, obwohl ich natürlich jetzt als gebranntes Kind vielleicht gelte, für die Kamera trotzdem als Ersatz nochmal eine M50 Mark II zugelegt. Das ist jetzt ein bisschen hell. So, da ist sie. Und ihr seht, ich bin mit dem System an sich zufrieden, habe jetzt 3 Linsen. Da ist natürlich auch Quatsch, da jetzt von dem System wieder abzugehen und sich irgendwie auf Sony oder so zu konzentrieren. Die filmt mich jetzt auch. Da bin ich also, ja, Clean HDMI macht es möglich. Ich kann mich also auch direkt damit filmen per HDMI-Ausgang und hier am Bildmischer. Alles sehr schön. Meine Erfahrung werde ich euch schildern zu dem ganzen Thema, wie ich damit umgehe. Kommt noch ein gesondertes Video. Ein bisschen unzufrieden bin ich tatsächlich mit der Gehäusequalität und hoffe, dass ich da nicht denselben Fehler mache und nach fest kommt, scheinbar gebrochen. Aber so fest war es tatsächlich nicht. Aber das sollte eigentlich einem Gehäuse nicht passieren. Zweite Chance hat jeder verdient, auch eine M50 und dann auch die Mark II. Und die bringt ja, wenn man sich schön reden will, das ein oder andere Feature mit. Wie gesagt, sie filmt mich jetzt hier gerade, das klappt ja ganz gut. Und dann warten wir mal ab. Ja, Thema Neuzugänge. Und jetzt Trommelwirbel. Ich hab mir ein anderes System zugelegt, gebraucht. Und zwar eine Olympus OMD. Ja, wie kam es dazu? Freundlicher Nachbar hier im Dorf hatte die abzugeben. Und ja, das ist ja das Nonplusultra. Für Lightpainting, Livebulb hat die auch schon. Also werdet ihr demnächst eventuell das eine oder andere Lightpainting-Foto mal sehen oder einen Test, wie man mit so einem, ja, kein altes Schätzchen, ist etwas älter natürlich, aber mal sehen, wie sich das Ganze so schlägt und ob sich dann vielleicht der Wunsch äußert, für Lightpainting vielleicht ein bisschen mehr Richtung Olympus zu schielen. Da lasse ich euch auch wissen, wie sich da das Projekt bei mir entwickelt. Bleibt dran, das könnte auch noch durchaus interessant werden. Wie am Anfang auch erwähnt, hier in meinem Studio hat sich auch einiges getan. Erstmal filmt mich jetzt ja die M50 Mark II, die kriegt da eventuell auch einen festeren, dauerhaften Platz. Dann brauche ich da nicht immer rummontieren. Das sieht meiner Meinung nach schon ganz ordentlich aus. Ich habe hier eine Klimaanlage mittlerweile mir zugelegt, weil ich bin hier im Dachgeschoss und eigentlich war das zu dieser Jahreszeit hier nicht nutzbar. Ich bin jetzt voll klimatisiert, Gott sei Dank. Und das Wetter kann mir Gott sei Dank hier oben nichts mehr anhaben. Und ich kann den Raum jetzt hier ganzjährig nutzen. Ich muss euch sagen,
gerade hier mit der Technik, war das ansonsten eigentlich nicht zu nutzen. Ich habe mir ja mal eine schnurlose Tastatur gegönnt. Das räumt den Schreibtisch ein wenig auf. Das kann ich euch hier mal zeigen. Ich habe hier also ein Clean Desk Prinzip. Ich habe hier also alles Mögliche frei. Kann mich hier relativ sauber und frei auf meinem Schreibtisch bewegen. Habe mir hier so ein kleines Schnittpult zugelegt oder einen Controller, um Videos zu schneiden und auch ein bisschen so aufgeräumt. Habe zwei größere Monitore jetzt hier im Einsatz mit 32 Zoll, um auch Videos besser schneiden zu können. Alles in allem ein wenig optimiert, um euch ja in Zukunft etwas schneller Videos zu liefern und die Sommerpause nicht mehr ganz so lang werden zu lassen. Das war natürlich auch ein Problem, wenn man hier in der Hitze und in seinem eigenen Saft schmort, dass man da nicht unbedingt Lust hat, hier oben Videos zu produzieren und zu schneiden. Das sollte klar sein. Aber das Problem ist gelöst. Klimaanlage läuft. Angenehme 22 Grad werden wir hier angezeigt. Ich hoffe, es rauscht nicht zu sehr, aber das Ganze ist deutlich angenehmer. Ja, ich hoffe, euch daher dann in Zukunft wieder etwas schneller und regelmäßiger euch Videos hier präsentieren zu können. Wie geht's jetzt hier weiter auf meinem Kanal? Ich habe geschnitten schon so halbfertig ein Video mit Shadow and Light. So heißt er nicht mehr. Es ist jetzt mittlerweile Dennis Siebert. Besucht auf jeden Fall jetzt gerne auch schon mal seinen Kanal. Ich verlinke den hier auch schon mal drunter. Ich habe ihn auch an der Ostsee getroffen. Das Video wird jetzt auch die Tage auf meinem YouTube-Kanal hier veröffentlicht. Und der ein oder andere kennt den Dennis vielleicht auch aus unserer Canon EOS R5 und R6-Gruppe. Auch da würde ich mich freuen, wenn ich euch da mal begrüßen dürfte. Eventfotografie habe ich in der letzten Zeit wieder ein bisschen machen können. Und auch da zeige ich wieder ein bisschen Making-of und was man da beachten muss. Und ja, ich habe einiges zu reviewen. Den Pocket 2 habe ich jetzt ein bisschen im Einsatz gehabt und kann mir meine Einschätzung dazu geben. Und ja, wo viele ja auch drauf warten, R5 und R6, ich habe sie beide. Wie ist denn so meine Einschätzung nach ja fast gut einem Jahr? Würde ich mir wieder beide zulegen? Wie ist das Handling im Einsatz, gerade bei Eventfotografie, wo es ja auch dann ein bisschen ruppiger zugeht mit dem Material. Auch das werde ich euch in Zukunft hier auf meinem Kanal alles wieder präsentieren. Wie gesagt, einmal pro Woche ist wieder so die Messlatte, die ich mir selber lege, um euch hier ein Video zur Verfügung zu stellen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch da wieder zu begrüßen dürfte. Ihr kennt das, lasst mir einen Daumen da, wenn noch nicht geschehen. Abonniert den Kanal, damit ihr keines der zukünftigen Videos verpasst. Und ansonsten sage ich Tschüss und ich freue mich auf euch. Bis beim nächsten Mal.